Dienstag, der 4. Oktober. Herzlich willkommen zu Gut gedruckt. Yeah. Und das sind die Themen heute. Tag der Deutschen Einheit, steigendes Haushaltsdefizit in Griechenland und Kritik an Pöbelpofalla. Mit einem Festakt in Bonn haben Politiker gestern den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Dabei beherrschten zwei Fragen die Debatte. Wie sehr ist das Land zusammengewachsen und wie sieht seine Rolle in Europa aus? Die Süddeutsche Zeitung befasst sich heute noch einmal mit den Feierlichkeiten und schreibt unter dem Titel »Europa nicht auf ein Rechenbeispiel reduzieren«. 21 Jahre nach der Wiedervereinigung haben führende Repräsentanten von Staat und Gesellschaft die historischen Verdienste der Ostdeutschen gewürdigt. Beim zentralen Festakt am Montag im alten Bonner Bundestag erinnerte der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, an den Beitrag der früheren DDR-Bürgerrechtler zur Wiedererlangung der Einheit. Es seien Bürger der damaligen DDR gewesen, die in den Montagsdemonstrationen in bewundernswerter Weise aufgestanden sind gegen das Unrecht des SED-Staates. Dafür gebühre ihnen ewiger Dank. Gleichwohl seien weitere Anstrengungen nötig. Die Einheit sei keine Selbstverständlichkeit, sagte Kanzlerin Angela Merkel am Rande der Veranstaltung. Sie müsse verteidigt werden, dass es so bleibt in einem vereinten, gemeinsamen Europa. Merkel rief zugleich dazu auf, die Unterschiede, die es in den Lebenswirklichkeiten zwischen alten und neuen Bundesländern immer noch gäbe, zu überwinden. Wir sind weit vorangekommen, aber wir haben es noch nicht ganz geschafft. So sei die Arbeitslosigkeit im Osten immer noch fast doppelt so hoch, auch wenn es in den alten Bundesländern ebenfalls Probleme gäbe. Doch war der 3. Oktober nicht nur der Tag der Deutschen Einheit. Am Abend trafen sich in Luxemburg die Finanzminister der 17 Euro-Staaten und haben die Entscheidung über die nächsten Milliardenkredite für das hochverschuldende Griechenland erneut verschoben. In der Süddeutschen Zeitung schreibt hierzu Marc Beise in seinem Kommentar: Nicht die Nerven verlieren. Am Abend des Tages der Deutschen Einheit begannen die europäischen Finanzminister in Luxemburg ihre Beratungen über die Zukunft des Euro. Der zeitliche Zusammenhang ist lehrreich. Erinnert er doch daran, dass es die Einheit ohne das Versprechen einer europäischen Währung vielleicht gar nicht gegeben hätte, sie den Deutschen jedenfalls nicht so einfach in den Schoß gefallen wäre. Dies zu bedenken, kann man jenen nur raten, die sich derzeit in eine Aversion gegen den Einheitseuro hineinsteigern. Zugleich mag man sich erinnern, dass damals die sowjetische Zustimmung von Bonn mit Geld erreicht wurde. Das war neu. Jahrtausende lang war das Auf und Ab der Staaten, die Veränderung von Grenzen, Wohlstand und Elend über barbarische Kriege organisiert worden. Seit 1949 erkauft sich Deutschland Frieden in Europa und offene Grenzen nach West und Ost mit Geld. Zwei Generationen lang geht das nun schon gut. Die Lage in diesem Herbst 2011 ist erneut ernst. Die Hoffnungen der vergangenen Monate, dass die europäische Schuldenkrise beherrschbar ist, haben sich nicht erfüllt. Wie beruhigend wäre es da, gäbe es in dieser kritischen Phase einfache Antworten. Sie werden ja angeboten, die Patentlösungen. Europa ist jeden Scheck wert, lautet die eine. Oder das Gegenteil, rette sich, wer kann, raus aus dem Euro. Beide Wege taugen nicht. Und die Lage ist tatsächlich ernst, denn Griechenland gerät immer tiefer in die Krise. Unmittelbar vor dem gestrigen Treffen der Finanzminister teilte die Regierung in Athen mit, ihre Haushaltsziele für dieses und nächstes Jahr nicht halten zu können. In Die Welt lesen wir unter: Griechenland spart einfach nicht genug. Die Regierung in Athen erklärte, sie rechne für 2011 mit einem Haushaltsdefizit von 8,5% des Bruttoinlandsproduktes statt der angestrebten 7,4%. Allerdings hatte Griechenland 2010 noch ein Defizit von 10,5%. Weltweit gaben die Aktienkurse nach. Die wichtigsten deutschen Aktien, die auch am Feiertag gehandelt wurden, verloren durchschnittlich zwischen 2 und 3%. Für das Jahr 2012 rechnet Athen nach dem vom Kabinett verabschiedeten Haushaltsentwurf mit einem Defizit von 6,8%. Bisher hatte die Regierung 6,5% angepeilt. Zusätzlich rechnet Griechenland für das kommende Jahr weiterhin mit der seit 3 Jahren anhaltenden Rezession. Durch das steigende Haushaltsdefizit bleibt weiter unsicher, ob der nächste Milliardenkredit für Griechenland freigegeben wird. Doch wie geht es weiter? Die Frankfurter Rundschau kommentiert eine mögliche Lösung unter dem Titel »Sonderzone Griechenland«.
Nein, die Griechen sollen nicht fallen. Aber das ewige, ideenarme Geldzuschießen führt, wir sehen es seit Jahren, zur Betonierung der Krise statt aus ihr heraus. Ohne den Willen des Betreffenden gelingt keine Therapie, auch nicht die gegen Kreditsucht. Allerdings hat die Kulturrevolution, die diesen Willen erst hervorzubringen hätte, noch nicht begonnen und sie kann nur in Griechenland und von Griechen durchgeführt werden. Sie sind das Volk. Doch es muss ermächtigt werden zu selbstbestimmtem Handeln. Das ist innerhalb der Eurozone unmöglich. Verbleib und Alimentierung hieße Eurokuratel, Protektorat, in der Folge Widerstand. Nein, Griechenland braucht Handlungsfreiheit durch eine eigene Währung, die abwerten kann, die Wirtschaft den Export ankurbelt. Ja, Griechenland braucht Hilfe, Schuldenstundung, Beratung, Investition. Griechenland könnte erste EU-Sonderzone sein. Nichts ist alternativlos, vor allem nicht der bisherige Illusionismus. Kanzleramtsminister Ronald Pofalla ist wegen wüster Beschimpfungen des CDU-Parlamentariers Wolfgang Bosbach massiv in die Kritik geraten. Bosbach hatte gegen die Erweiterung des Euro-Rettungsschirms gestimmt und wurde darauf von Pofalla mit den Worten bedacht: Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Inzwischen soll er sich entschuldigt haben. Andrea Seibel greift den Streit um Pofalla in ihrem Kommentar Schimpf und Schande in die Welt auf. Hier lesen wir: Die vulgären und ehrverletzenden Worte Ronald Pofallas, die an Wolfgang Bosbach richtete, hallen auch noch Tage nach der Parlamentsabstimmung über den Euro-Rettungsschirm nach. Ja, sie zogen ihre Bahn bis hinein in die Feiern zum 21. Jahrestag der deutschen Einheit. Was nutzt all das würdevolle, gesalbte Reden, wenn die Sprache der tätigen Politik klingt, als käme sie aus einer heruntergekommenen Eckkneipe? Mit nichts kann man entschuldigen, wie der Kanzlervertraute ein langjähriges Parteimitglied anfuhr, als sei der kein souveräner Abgeordneter, sondern ein Abnicker von Merkels Gnaden. Die Nerven lägen blank, hört man in solchen Momenten gerne als Entschuldigung. Bei wem in einer Verantwortungsposition tun sie das nicht und dennoch gelten gemeinhin Selbstbeherrschung und Respekt. Demokratie kann hässlich sein. Für den Bürger ist sie oft glanzlos in ihrem routinierten und machttaktischen Ablauf, weswegen er auch verstärkt das plebiszitäre Heil sucht. Wenn dann aber auch große Momente wie letzte Woche nicht mehr von den Beteiligten begriffen, sondern mit Füßen getreten werden, wenn kein Glanz mehr die repräsentative Demokratie und das Parlament als Bühne der Nation erhellen, sondern Autoritarismus und Vulgarität um sich greifen, dann, ja dann, wäre es zumindest Zeit für den Kanzlerinnensatz: Ich schäme mich für Roland Pofalla. Auch in der Frankfurter Rundschau finden wir hierzu einen Kommentar unter dem Titel »Respekt statt Gepöbel«. Es mag ja sein, dass Ronald Pofalla sich richtig geärgert hat über Wolfgang Bosbach und die anderen Widerspenstigen aus seiner Partei. Es mag sein, dass er einfach nicht glauben konnte, dass ein CDU-Abgeordneter der von oben vorgegebenen Linie nicht folgen mag. Es mag auch sein, dass Pofalla richtig viel gearbeitet hat in letzter Zeit, dass die Krisen an ihm zehrten, ihm der Schlaf fehlte und mithin auch die Nerven. All das mag sein. Es könnte erklären, dass der Kanzleramtsminister den Abgeordneten Bosbach angepöbelt hat, als wolle er eine Wirtshausschlägerei provozieren. Entschuldigungen sind es nicht. Ja, es sind schwierige Zeiten und ja, der Druck aufs Kanzleramt ist groß. Aber das bedeutet nicht, dass Abgeordnete stramm stehen müssen, wenn die Kanzlerin pfeift. Man kann und sollte sich mit ihnen auseinandersetzen, aber man darf nicht über sie herfallen. Das gilt nicht nur, aber natürlich auch für die, die sonst immer gerne von bürgerlichen Werten und Tugenden reden. Wie soll der Respekt vor Politikern wachsen, wenn die selbst jeden Respekt voreinander vermissen lassen? Pofalla hat sich bei Bosbach entschuldigt, immerhin. Aber ein Kanzleramtschef, der Druck nicht aushält, ist das Letzte, was eine Regierung braucht in schwieriger Lage. Wer weiß, an welcher Stelle das nächste Mal die Sicherungen durchbrennen. Wir kommen nach Rheinland-Pfalz. Am 21. Oktober wird die neue Landebahn Nordwest des Frankfurter Flughafens eingeweiht. Bundeskanzlerin Angela Merkel will an diesem Tag nicht nur persönlich vor Ort sein, sondern auch zu den ersten Passagieren gehören, die auf der Piste landen. Die Allgemeine Zeitung hat bei Mainzer CDU-Politikern nachgefragt, was diese davon halten.
Unter Merkels Anflug in der Kritik lesen wir: In Mainz stößt die neue Landebahn aufgrund der zunehmenden Lärmbelastung auf heftige Kritik. Der Stadtrat hat mehrfach mit großer Mehrheit oder sogar einstimmig entsprechend Stellung bezogen und ein striktes Nachtflugverbot gefordert. Unter Mainzer CDU-Politikern überwiegt die Kritik an der Beteiligung der Kanzlerin an der Eröffnungsfeier. Es gibt aber auch andere Stimmen. Der Mainzer CDU-Parteichef Wolfgang Reichel hat der Bundeskanzlerin in dieser Sache sogar einen Brief geschrieben. Für viele Menschen in der Region ist das kein Feiertag. Ich finde es daher nicht gut, dass sie bei der Feier in Frankfurt landen. Da hätte ich mir etwas mehr Fingerspitzengefühl erwartet, sagte Reichel der Allgemeinen Zeitung. Wenn sie schon mitfeiert, sollte sie auch etwas zum Thema Lärmbelastung und Nachtflugverbot sagen, so der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete. Auch die Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Dr. Andrea Litzenburger, ist von der Situation nicht begeistert. Ich bin sonst ein großer Verfechter der Politik von Frau Merkel. Aber man kann ja nicht in allen Punkten übereinstimmen. Wir müssen das jetzt hinnehmen. Glücklich sind wir damit nicht. Eher gelassen sieht Johannes Gerster der Einweihung entgegen. Der ehemalige CDU-Landesvorsitzende: Dass die Landebahn da ist und Lärm macht, ist ein Übel. Aber man muss das eben auch überregional sehen. Ich bin ein kritischer Mensch, aber nicht bereit, das jetzt zu dramatisieren. Die Mainzer Rheinzeitung befasst sich heute mit den Nachwuchsbauern in Rheinland-Pfalz und blickt in deren Fördertöpfe. Ergebnis? Sie sind leer. Unter dem Titel »Kein Geld für junge Landwirte« lesen wir: Immer mehr junge Landwirte in Rheinland-Pfalz wollen Fördergelder des Landes haben. Die Nachfrage ist aber so groß, dass Landwirtschaftsministerin Ulrike Höfgen von den Grünen das Programm vorerst stoppen muss. Die Mittel für die Junglandwirte-Prämie von rund 1,5 Millionen Euro seien bereits aufgebraucht, teilte Höfgen in Mainz mit. Deshalb muss nach ihren Worten das Programm ab dem 8. Oktober ausgesetzt werden. Anträge sind noch bis zum 7. Oktober möglich. Ob die Förderung fortgesetzt wird, entscheidet sich bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2012-2013. Am Wochenende wurde die 63. deutsche Weinkönigin gewählt. In der Mainzer Rheinzeitung heißt es hierzu unter locker und witzig: erobert Annika Strebel die Krone. Ganz Wintersheim feiert seit Freitagabend Annika Strebel. Die 23 Jahre junge Winzerin aus Rheinhessen ist in Neustadt an der Weinstraße zur 63. deutschen Weinkönigin gewählt worden. Sie wird in den kommenden 12 Monaten die deutschen Winzer und ihre Weine im In- und Ausland repräsentieren. Eine Aufgabe, die sie lückenlos ausfüllen wird, ist sich Monika Reule, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts, sicher. In der Rheinpfalz finden wir zur Wahl der Weinkönigin einen Kommentar von Martina Röbel. Sie schreibt unter »Nachbarn Freude gönnen«: Auch diesmal war die Pfalz bei der Wahl der deutschen Weinkönigin leider nicht im Finale vertreten. Wie jetzt Karin Storck schafften auch die drei vorherigen Pfälzer Weinmajestäten nicht den Sprung in die Endrunde. Tröstlich kann aber sein, dass alle Kandidatinnen beeindruckende Leistungen bescheinigt wurden und dass bei so starker Konkurrenz auch Fortuna beim Ausgang des Wettstreits mitspielt. Denken sollte man zudem an die noch nicht allzu lange zurückliegende Erfolgsserie der Pfalz. 2005 und 2006 eroberten zwei Pfälzerinnen nacheinander die Königinnenkrone. Direkt davor und danach erlangten zwei weitere Prinzessinnenwürde. Die Gebietsnachbarn in Rheinhessen hatten über ein Jahrzehnt warten müssen, bis nun endlich wieder mal eine der ihren den Thron besteigen durfte. Die Freude darüber sei ihnen gegönnt. Umso mehr, da der neuen Hoheit auch die Pfalz sehr am Herzen liegt. In Erinnerung an ihre Ausbildungszeit hier wird Annika Strebel sicher auch als First Lady der deutschen Winzer überzeugend von der Güte pfälzischer Weine schwärmen. Wir kommen jetzt zu unseren Veranstaltungstipps und jeder Menge Ideen für Ihre Freizeitgestaltung. Die Ausstellung Mainzer Blätter von Michael Pletschke zeigt Holzschnitte zur Camina Burana und zum Naumburger Meister. Auf seinen Arbeiten finden sich unter anderem die Seligen und die Verdammten wieder. Die von der Camina Burana inspirierten Holzschnitte illustrieren die literarische Vorlage und zeigen Natur-, Tanz- und Musikszenen. Besonders faszinierend die detailliert ausgearbeiteten Werke, wie zum Beispiel im Bild Tanz, in dem das Kleid der Tänzerin Unmengen an Falten wirft und zu schwingen scheint. Mainzer Blätter noch zu sehen bis zum 15. Oktober. Wo? In der Galerie Mainzer Kunst. Infos auf mainzerkunst.de.
True Colors and Open Space, so heißt die erste Gruppenausstellung der Galerie Katrin Hiestand in Landau. Gezeigt werden Werke von Marie-Madeleine Noiseau und Christian Peter. Die Arbeiten des Mainzer Fotokünstlers Christian Peter führen den Betrachter in weite, schwarz-weiße Wüsten und Wasserlandschaften und laden zum Verweilen ein. Die ausdrucksstarken und vielschichtigen Arbeiten der Kanadierin Marie-Madeleine Noiseau eröffnen Traumwelten und weite Ebenen. True Colors and Open Space, noch bis zum 8. Oktober in der Galerie Katrin Hiestand in Landau. Öffnungszeiten und weitere Informationen auf galerie-hiestand.de. Halb sieben im Sieben, Art After Work. Das ist After Work mit Anspruch. Kunst und Kultur zum Feierabend in Kooperation von Kunsthalle Mainz und Café 7 Grad. Der erste Teil des Abends ist eine Kurzführung durch die Ausstellung Nico Krebs vs. Taio Honorato in der Kunsthalle. Erläuterungen und Hintergründe vermittelt dabei unter anderem Nathalie Delict, die Leiterin der Kunsthalle, höchstpersönlich. Danach wird's gemütlich. Ein Glas Sekt zum Empfang im Café 7 Grad und ein Live-Konzert von einem musikalischen Überraschungsgast. Gesamtpaketpreis 15 Euro. Um Reservierung wird gebeten. Halb sieben im Sieben, Art After Work, am 6. Oktober um 18.30 Uhr in der Kunsthalle und im Café 7 Grad in Mainz. Weitere Infos auf 7-grad.de. Im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern geht es kunterbunt zu. In der Skulpturenausstellung mit Werken aus der Sammlung des Hauses steht die Farbe im Mittelpunkt. Farben beeinflussen den Betrachter bewusst und unterbewusst, lösen Emotionen und Assoziationen aus. Die unterschiedlichen Eigenschaften und Wirkungsweisen von Farbe nutzen auch Bildhauer für ihre Werke. Die hervorragenden farbigen Arbeiten in der Pfalzgalerie laden ein, sich mit der Wirkung von Farbe, Form und Raum zu beschäftigen. Es gibt nicht nur eine Lieblingsfarbe, bunt ist die neue Lieblingsfarbe. Bildhauer treiben's bunt, noch bis zum 30. Oktober im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern. Weitere Informationen auf pfalzgalerie.de. Das war die Ausgabe der Sommerpresse an diesem Freitag. Das ganze Team von Gutenberg TV wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Bis Montag. Yeah.